zu Wort ist niemand mehr. Ich habe noch eine Wortmeldung. Mitten im Satz hat sich der Herr Abgeordnete Dietmar Keck zu Wort gemeldet. Herr Abgeordneter, Herr Abgeordneter, ich wollte Ihnen nur kurz sagen, es gibt eine Restredezeit von 5 Minuten für die Fraktion. Und damit Sie das wissen, dann breche ich die Wortmeldung ab. Danke, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren auf der Regierungsbank. Ist schon irgendwie komisch, wenn ein Abgeordneter rausgeht und dann hört man gleich, oh, und Föst und alles Mögliche. Meine Damen und Herren, und du speziell, Kollege Hammer, hör mir jetzt bitte zu. Wir haben eine Situation in Österreich, wo mindestens 2000 Menschen betroffen sind, die um ihre Existenz fürchten. 2000 Menschen, die von einem Tag auf den anderen nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und auch wenn Ihnen hier versprochen wird, wir haben in Oberösterreich 1450 freie Plätze im Handel, ja, dann weiß die nicht, wenn jetzt eine Beschäftigte aus Altenberg, die beim Leiner arbeitet in Linz, die weiß nicht, ob sie dann den nächsten Job vielleicht in Bad Gäusern kriegt, den sie aber nicht annehmen kann, weil sie ja ein Kindergartenkind hat und der Kindergarten vielleicht um 13 Uhr zusperrt. Da stehen ja viele, viele Probleme dahinter. Und dann sitzt man da herin in diesem Haus, dass ich mit dieser Problematik befassen sollte, und dann hört man, der Gusenbauer, der Huber, der Mayer oder sonst irgendwer könnte schuld sein bei dem. Ja, meine Damen und Herren, da geht es um Menschen. Redet einmal von den Menschen. Reden wir mal von dieser Thematik, die da ist. Schlagen wir doch Lösungen vor, und die Lösungen sind ja mit diesem Entschließungsantrag gekommen. Aber die nimmt man nicht zur Kenntnis, weil das ist ja eine andere Partei, wo man nichts machen kann. Da sind sehr wohl gute Lösungen drin. Und wissen Sie, was ich mir erwartet hätte, zum Beispiel vom Kollegen Ecke oder von Ihnen, lieber Herr Kollege, dass wir hier herin in diesem Haus sagen, wieso fordern wir dann diesen René Pönker nicht auf, einen freiwilligen Sozialplan für die Beschäftigten zu machen, wo er zumindest die Hälfte des Gewinns, das er eingestraft hat, für diesen Sozialplan zur Verfügung stellen hat. Weil eins hat er ganz genau gewusst, der liebe Herr, meine Damen und Herren. Er braucht keinen gesetzlichen Sozialplan machen, weil bei einer Insolvenz gibt es das nicht. Der Herr hat das ja da rausgeschlichen. Genau das sind die Lücken, die wir haben im Insolvenzgesetz, die wir auch schließen müssen, dass wirklich die Betroffenen all zu ihren Rechten kommen. Und auch wenn jetzt Jobs frei sind, lieber Herr Arbeitsminister, na, der kann er nicht so einfach annehmen, oder der oder die Beschäftigte. Denn wenn sie jetzt kündigt, oder wenn der kündigt, verliert er all seine Ansprüche. Auch wenn ihm jetzt ein Job angeboten wird, dann muss er mal warten, wie es mit diesem Verfahren ausschaut. Dann muss er mal warten, was los ist bei den Ganzen, dass das überhaupt geht, meine Damen und Herren. Und ich kann Ihnen nur sagen, auch im Handel sind die Jobs nicht alle gleich. Schauen Sie es doch an, wenn der ein wirklich qualifizierter Verkäufer im Möbelhandel ist, dann kann er nicht zu ihm sagen, du gehst in Lebensmittelhandel und verkaufst was anderes. Das war das, wenn ich zu einem Mechatroniker sage, wenn ich einen Job verliert, wirst du halt einfach Bauschlosser von dem her. Das geht einfach nicht. Da brauche ich Maßnahmen. Ich hätte Stiftungen einzurichten, Umschulungen zu machen. Das ist das, was wir auch können, was wir auch von diesem Haus aus auch beschließen können. Und wie gesagt, es sind sehr, sehr viele persönliche Schicksale dahinter, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Und ich würde mir wirklich erwarten, dass wir hier in diesem Haus endlich diese geldgierigen Investmenthaie, die wirklich überall herumschwimmen, dass wir diesen zeigen, dass wir mit diesen miesen Praktiken, die sie machen, wo sie wirklich, wo ist mir wurscht, wer das ist, das kann der Gusenbauer, der Huber und der Meier sein, das spielt keine Rolle, sondern es geht darum, wirklich die Beschäftigten, die davon betroffen sind, zu stützen. Das würde ich mir erwarten und nicht ständig bei den einen und den anderen da in den Kübel draufhauen.